Prinz von Anhalt, Prinz von Sachsen-Coburg, Herzog von Bayern, Herzogin in Bayern, Landgraf von Hessen. Andere Namen findet man auf dem Globus. Prinz El-Hassan von Jordanien. Großfürst Georgi von Russland, er wäre heute Zar. Er war mal König, Fußballkönig von Griechenland, Otto Rehhagel. Dann das Hochzeitspaar. Georg Friedrich, Prinz von Preußen und Sophie, Prinzessin von Isenburg. Königliche Hoheit nennen sie viele. Der Prinz gibt sich bescheiden, für ihn ist sein Titel nur ein Name. Für mich war es immer klar, wie ich heiße, dass mein Nachname Prinz von Preußen ist. Ich selber habe mir nie darüber Gedanken gemacht, für mich war es eine Selbstverständlichkeit. Dabei ist er der direkte Nachfahre von Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser. Von Wilhelm I., der das Deutsche Kaiserreich zusammenschmiedete. Von Friedrich dem Großen, der so viel Krieg führte und Deutschland die Kartoffel brachte. Der junge Erbe all dieser Herrscher kennt die Wünsche der Medien von heute. Für die Braut ist es ungewohnt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich komme aus einer Familie, die generell sehr öffentlichkeitsscheu ist. Das heißt, ich hatte davor auch sehr wenig Kontakt zu den Medien allgemein. Doch das lässt sich lernen. Wo das Preußenpaar auftaucht, weht ein Hauch von Geschichte. Auch im Legoland Berlin. Mit 400.000 Legosteinen hat man hier das zerstörte Berliner Stadtschloss schon mal wieder aufgebaut. Die einstige Residenz des Hauses Preußen. Prinzessin und Prinz feiern Richtfest. Nur eines von 60 Schlössern, die der kaiserlichen Familie einst gehörten. Überall in Deutschland haben die Preußen Spuren hinterlassen. Steinerne Zeugen einer glorreichen Vergangenheit. Die Gegenwart ist bescheidener. Fischerhude bei Bremen. Hier wächst Prinz Georg auf, fern vom Berlin der Vorfahren. Stadtschloss, Einfamilienhaus. Stadtprinzenerzieher, staatliche Grundschule. Eine glückliche Kindheit, so sagt er. Ich höre es immer wieder von Namensträgern oder von Menschen, die, sagen wir, einen längeren Nachnamen haben, dass sie eine schwere Schulzeit gehabt hätten, weil sie gehänselt worden wären aufgrund ihres Namens. Das war bei mir überhaupt nicht, sondern ich denke wirklich, dieses Sprichwort, wie es in den Wald reinruft, so schallt es heraus, das trifft überall zu und so war es auch bei mir. Aber die Idylle ist überschattet. Als der Prinz ein Jahr alt ist, stirbt sein Vater bei einem Manöverunfall. Georgs Schwester kommt, ein halbes Jahr nach dem Tod des Vaters, mit einer Behinderung zur Welt. Eine schwere Prüfung für die Kleinfamilie. Großvater Prinz Louis Ferdinand von Preußen kümmert sich um den Halbwaisen. Er war für mich in erster Linie ein Bilderbuch-Großvater. Ein Großvater, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Er war gutherzig, er war offen, er hat mir geholfen, wo es nur geht. Er hat jetzt auch nicht den Anspruch gehabt, komplett die Vaterrolle zu übernehmen, was wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre, sondern eben einfach für mich da zu sein und mich zu unterstützen, wo es nur geht. Und das werde ich ihm auch nie vergessen. Der Großvater hat nicht nur ein großes Herz, er hat auch ein großes Haus, die Burg Hohenzollern, die Stammburg des Geschlechts. Von hier aus begann der Aufstieg der Dynastie.
als Markgrafen von Brandenburg, Könige von Preußen und schließlich deutsche Kaiser. Prinz Louis Ferdinand hält den Anspruch auf den Thron auch in der Bundesrepublik aufrecht. Aber nur, wenn das deutsche Volk das wünscht. Sonst nicht. Wenn eine große Mehrheit der Deutschen sowas haben möchte, das wäre die Vorbedingung. Es muss ja nicht gleich Kaiser sein. Bei der Bundespräsidentenwahl 1954 wird Prinz Louis Ferdinand sogar gewählt. Allerdings nur von einem Stimmberechtigten. Theodor Heuss bekommt 870 Stimmen mehr. Aber der Prinz ist beliebt beim Volke und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Er war ein ganz aufgeklärter Mensch, der im 20. Jahrhundert lebte, aber dennoch hat er eben den Thronanspruch aufrechterhalten. Er wurde mal in der Talkshow nach der Wende in Potsdam gefragt, ob er wirklich an die Wiedereinführung der Monarchie glaubt. Und hat er gesagt, hätten Sie daran gedacht, dass am 8. November 1989 die Mauer einen Tag später fällt? Und damit immerhin ein lang gehegter Traum der Preußen wahr wird. Nach der Wende darf der 14-jährige Prinz Georg Großvater Louis Ferdinand auf einer historischen Mission begleiten. Triumphzug für einen toten König. Nach 56 Jahren Exil kehrt der Sarg Friedrichs des Großen in die alte Heimat zurück. Ein Sonderzug bringt die Familie und ihren berühmten Ahnen nach Potsdam. Für Prinz Georg ein denkwürdiger Moment. Wir waren uns auch der Besonderheit dieses Moments bewusst. Es überwältigt einen auch als 14-Jähriger. Also ein Vorfahren mit 205-jähriger Verspätung zu Grabe zu tragen, ist ja nicht selbstverständlich. Aktion Sarg und Asche, spotten die Zeitungen. Beim Schein einer Laterne wollte der alte Fritz begraben werden. Fernsehkameras und Bundeskanzler hatte er nicht ausdrücklich erwähnt, aber auch nicht verboten. Mit 14 kommt Prinz Georg ins Internat. Glendalmont in Schottland. Hier, wo später Harry Potter gedreht wird, büffelt die traditionsbewusste britische Upper Class. Die angelsächsischen Mitschüler wählen ausgerechnet den Preußenprinzen zu ihrem Sprecher. Dann, kurz vor dem Abi, kommt die Nachricht von einem Todesfall mit weitreichenden Folgen. Es war so, dass ich gerade in der Abiturszeit war, als die Nachricht kam, dass mein Großvater gestorben ist. Und das war schon ein Schock. Obwohl man es wusste, obwohl ich wusste, dass er sehr krank ist, hatte ich doch immer noch die Hoffnung, ihn wiederzusehen. Georgs Kindheit endet jäh. Durch den Tod seines Großvaters wird der Prinz mit gerade mal 18 neuer Chef des Hauses Preußen. Auf seinen jungen Schultern lasten jetzt Jahrhunderte wechselvoller Geschichte. Und zum ersten Mal in seinem Leben muss er ohne den Rat des Großvaters zurechtkommen. Zum Glück hat der Prinz Freunde, zum Beispiel hier im Schloss Birstein in Hessen, dem Sitz der Fürsten von Isenburg. Hier wächst eine junge Dame auf, die in seinem Leben eine große Rolle spielen wird. Sophie, Prinzessin von Isenburg. Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich nicht als erstes an ein Schloss, sondern ich denke an meine vier Geschwister und meine Eltern und dass ich einfach eine sehr schöne Kindheit hatte. Unser Zuhause war einfach unser großer Abenteuerspielplatz. Und man muss zum Spielen nicht mal nach draußen. Das Schloss hat 12.000 Quadratmeter Wohnfläche. So viel wie 100 Einfamilienhäuser. Auf Schloss Birstein residiert eine selbstbewusste Dynastie, die in einer Hinsicht sogar das Haus Preußen hinter sich lässt. Die
die Isenburg sind älter als die Hohenzollern, etwa 100 Jahre. 963 wurden sie zum ersten Mal erwähnt und sie waren sehr bedeutend am Mittelrhein. Dieter von Isenburg hat 1488 die Universität in Mainz gegründet. Andere Isenburgs haben Bischöfe gestellt in Trier, Köln und Mainz. Damals sorgte ein Heer von Helfern für das Wohl der Familie. Heute hilft man sich selbst. Wir hatten natürlich Hilfe zu Hause, aber das waren dann zwei Damen, die die Wäsche gemacht haben und geputzt haben und das Essen gekocht haben. Aber das unter der Woche. Und wir sind sehr bodenständig im Endeffekt groß geworden. Also es war für uns völlig normal, dass wir in der Küche zur Hand geben und das Essen auf den Tisch bringen und abräumen und also unterstützen. Dann nicht erwarten, dass das komplett für uns gemacht wird. Eine behütete Kindheit, in der ab und zu ein kleiner Junge aus Fischerhude auftaucht, Georg Prinz von Preußen. Eine Sandkastenfreundschaft. Die Mutter meines Mannes war mit meiner Mutter sehr gut befreundet. Und das heißt, es gibt tatsächlich Kinderbilder von uns, wo ich 1,5 bin, mein Mann 3 und wir gemeinsam spielen. Und danach haben wir uns natürlich bei Feiern von Freunden getroffen, natürlich auch beim obligatorischen Tanzkurs. Gelegenheit macht Liebe. Ein Klassiker in Aristokratenkreisen. Man bleibt unter sich, vor allem im Hochadel. Hier tanzen immer noch rund 70% in ein adliges Leben zu zweit. Immerhin, Ehen mit Bürgerlichen sind möglich. Meine Eltern haben uns einfach uns Kindern eine Erziehung zuteilwerden lassen, in der es wichtig ist, dass der Mensch als Mensch zählt und nicht die Geschichte dazu. Natürlich hilft es im Umgang miteinander, wenn man jemanden findet, den man lange kennt. Einfach eine größere Vertrautheit von vornherein gegeben ist. Standesgemäß hält besser. Das glauben immer noch viele. Prinz und Prinzessin. Das klingt nach sorglosem Landleben vom Feinsten. Mein Schloss, meine Pferde, meine Kinder. Doch Prinz Georg und Prinzessin Sophie wollen anders sein als das Klischee vom verwöhnten Adel. Ich fände es komisch, wenn man jetzt nur zu Hause, ich weiß nicht, was, es ist ja meistens auf dem Land, sitzt in irgendeinem großen Haus. Ich finde, das hat auch etwas gewiss Weltfremdes. Und wofür habe ich eine Ausbildung genossen, wenn ich dann auch rausgehe und beruflich das übe? Hinaus in die Welt, das will auch der junge Onkel. Will er zum Studium nach Berlin? Die Stadt der Ahnen lockt mit jungem Metropolenflair. Doch die zentrale Studienplatzvergabe schickt den Prinzen nach. Aus der Traum. Stattdessen bürgerliche Belehrungen. Das war eines der ersten Dinge, die mein damaliger Chef mir dann gesagt hat. Ja, ich müsste mir eins merken. Müller zu spät kommt, dann kommt er zu spät. Aber wenn der Prinz von Preußen zu spät kommt, dann nimmt er sich was raus. Ich denke, da ist es tatsächlich so, dass wenn man einen etwas längeren Nachnamen trägt, dass einfach die Leute mehr hinschauen. Als erster Chef des Hauses Preußen hat Prinz Georg einen richtigen Beruf. Der studierte Betriebswirt arbeitet als Wirtschaftsberater. Hauschef ist er nur im Nebenjob. 50 Mitglieder gehören zum Clan. In erster Linie ist ein Hauschef jemand, der die Familie nach innen repräsentiert, der da ist als Ansprechpartner, aber die Familie dann auch nach außen hin darstellt, repräsentiert. Nach Möglichkeit sollte die Familie auch mit einer Stimme sprechen. Aber abgesehen davon gibt es sicher auch dann die wirtschaftlichen Aspekte, dass man als Hauschef sich darum kümmern sollte, dass das Hausvermögen zusammengehalten wird. Das Erbe des Kaisers ist ein Amt mit Tücken. Kaiser Wilhelm II. Hat seinem Nachfolger nicht nur eine Krone hinterlassen, sondern auch ein schwieriges Kapitel deutscher Geschichte. Er wollte das deutsche Kaiserreich zur Weltmacht führen.
Deutschland ein...